Der Schnüffelteppich. Tolle Auslastung für den Hund oder doch übertriebener Hype? Wir besprechen heute, was wirklich dran ist am Schnüffelteppich. Hallo, ich bin Brigitte, Verhaltenstrainerin bei denkt.at mit einem Schwerpunkt auf Denkspiele und daher heute der Schnüffelteppich. Ja, das ist er. Ein Schnüffelteppich ist so ein Teil mit jede Menge so Stoffstreifen, Gewurschtel obendrauf. Den hier habe ich selber gebastelt, also kenne ich das Innenleben. So schaut das Ding von der Rückseite aus. Das ist so ein Plastikgitter, wie man es in die Spüle tut oder so, wo ich unglaublich viele Stoffstreifen reingeflochten habe, damit es eine ganz dichte Oberfläche gibt. Dicht ist wichtig, denn je dichter, desto mehr Aufgabe für den Hund. In diesen Schnüffelteppich gebe ich dann Kekse rein. Das heißt, ich stecke die irgendwo ganz unten tief rein, an mehreren Stellen. Deswegen ist es auch wichtig, dass der möglichst dicht ist, dass sie auch gut versteckt sind. Und die Aufgabe für den Hund besteht dann darin, dass er die sich da rausfischt. Wie schwierig ist die Aufgabe nun wirklich für den Hund? Das erste Mal, man braucht keine lange Erklärung. Der Hund hat eine Nase, riecht, da ist was Gutes drin und schaut, ob er das Zeug findet. Also großartiges Training braucht man nicht für den Schnüffelteppich, was ja schon mal ein Vorteil sein kann. Schnüffelteppich dem Hund Spaß, wäre damit wohl eindeutig geklärt. Was man auch gesehen hat, es braucht keine langen Erklärungen, man muss nichts üben, Hund kann das auf Anhieb. Damit widmen wir uns jetzt aber der zweiten Frage, nämlich, ist es eine gute Auslastung für den Hund? Mit der Auslastung ist das so eine Sache, gerade wenn es ums Schnüffeln geht, denn wir glauben ja immer, es ist was viel schwieriger, wenn es um Nasenarbeit geht, als der Hund das sieht. Wenn ich mir so vorstelle, welche Flächen Hunde bei Leckerlisuche, Objektsuche, Zielgeruchsuche absuchen, und zwar innerhalb kürzester Zeit, und dann vergleiche ich das mit einem halben Quadratmeter Schnüffelteppich, in dem drei gut riechende Kekse drinstecken, dann ist klar, Nasenarbeit ist das nicht wirklich. Der Schnüffelteppich ist dann eine Aufgabe, wenn der Hund ihn das erste Mal vorgesetzt kriegt und rausfinden soll, was er damit macht, wie bei allen neuen Aufgabenstellungen. Und wir haben gesehen, das braucht nicht lange, das hat der Hund auf Anhieb. Wenn man auf Auslastung durch Schnüffelspiele setzen will, dann braucht man vermutlich doch etwas Anspruchsvolleres oder größere Flächen oder deklariert den Rasen vorm Haus, die Wiese im Wald oder sonst irgendwas, was ein paar tausend Quadratmeter Fläche hat, zum Schnüffelteppich und versteckt die Kekse lieber dort. Bleibt also die Frage, brauchst du einen Schnüffelteppich? Hätte dein Hund seinen Spaß dran und solltest du dir einen zulegen? Praktisch ist das Teil allemal. Ich lege es einfach irgendwo hin, gebe drei Kekse rein und schon hat der Hund eine kleine Beschäftigung zwischendurch. Mein Fazit, Schnüffelteppich ist ein bisschen Geschmackssache. Macht es dem Hund Spaß? Ja, eindeutig. Ist es schwer? Ganz sicher nicht. Damit ist es geeignet für jeden Hund. Ist es wirklich geistige Auslastung? Beim ersten Mal ja, dann ehrlich gestanden nicht mehr. Wenn du gerne bastelst und deinem Hund einen netten Schnüffelteppich machen magst, tu das. Wenn du für deinen Hund zwischendurch mal eine Leckerlisuche super leicht, super einfach machen möchtest, nimm einen Schnüffelteppich. Wenn dein Hund allerdings schon ein bisschen Ahnung von Nasenarbeit hat und du ihn geistig auslasten möchtest, dann brauchst du ein bisschen was Anspruchsvolleres als einen Schnüffelteppich und könntest dir den genauso gut auch sparen.